Für alle, Andi ist ein der liebt Nüsse. Wir sind total nervös. Schwitzige Hände. Ich kann gerne anfangen. Müsst ihr selber wissen, ne? Boah, so ein Bierchen jetzt. Du, Basti, wenn es für dich okay ist. Kommt mein Redefluss. Meine Frau hat von deiner Frau so ein riesen Ding selbst gebastelt. 30 cm größer als ich. Ein Brief dazu und so, hab ich schon gesehen. Da ging richtig Emotionen rein, ja. Da haben wir beide richtig schlecht daneben ausgesehen. Da müssen wir aber einiges rausschneiden. Betty Byroy, hot or what? Herzlich willkommen. Sven Amon ist heute leider nicht im Bild für alle Zuhörer oder Zuschauer, die nur wegen Sven einschalten. Heute zwei, wie würden wir uns eigentlich nennen? Brüder. Ja? Zwei Brüder des Bayreuther Basketballs. Zwei Brüder des Bayreuther Basketballs. Es ist eine Ehre, vielen Dank an das Team von TMT und an Sven Amon, dass wir das heute übernehmen dürfen in dieser Vorweihnachtszeit. Auch mal die Seiten zu wechseln vor allen Dingen, auch spannend. Wir sind total nervös, schwitzige Hände. Willst du anfangen oder soll ich dich erst vorstellen? Ich kann gerne anfangen, genau. Bin mit Basti Dorit heute hier, der, glaube ich, ein halbes Jahr schon länger in Bayreuth ist als ich. Und den man, glaube ich, von vielen Plakaten kennt, von vielen Wackelköpfen, von vielen Sondertrikot-Editionen. Gerade erfahren, dass er mich auch bald einholt in, oder hoffentlich nicht, aber wer weiß es schon, mich bald einholt in Bundesligaspielen. Das heißt, nicht nur in Bayreuth, sondern natürlich auch in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft eine Institution in Deutschland. Ansonsten, was kann man noch sagen? Knappe 1,80 groß, aber riesige Füße. Wow. viel mehr, das war es, glaube ich, das Erste. Viel mehr gibt es eigentlich nicht. Meine Damen und Herren, ich darf vorstellen, der herausragende, einzigartige und für mich einer der besten Menschen auf diesem Planeten, Andreas Seifert, 30 cm größer als ich. Füße nicht so viel größer. Der jetzt schon. Vielleicht hier dieser Roboterfuß. Was gibt es über Andi? Was muss man da schon? Ich meine, ihr wisst es, das ist der Fels in der Brandung unter dem Bayreuther Körben seit Januar 2016. Bist erst im Januar gekommen. Hier sind noch ein paar Facts. Stimmt, die hätte ich mir auch noch mal abgucken können. Ja, Januar 2016. Ja. Ich dachte, das war schon kurz nach Weihnachten 2015. Aber egal. Ja, und es begleitet uns ja so ein bisschen durch unsere gesamte Karriere, außer in der Station in Trier. Da hast du mich so ein bisschen nach Trier gelockt. Danach bin ich nach Quartenbrück, hab dich. Schön. Oh. Das war wieder ein richtig schönes Bild, so wie wir ihn kennen, ja? Von Andi Seifert. Klassiker. Trierer Zeiten, das war außerhalb der Nationalmannschaft das erste Mal, dass wir da zusammen gezockt haben. War eigentlich ein ziemlich geiles Jahr, ne? War ein geiles Jahr. Es war natürlich im Endeffekt, wenn man jetzt sportlich drauf guckt, glaube ich, schwierig, weil was haben wir 12., 13. irgendwie abgeschnitten. Aber es war eine junge Mannschaft. Hat immer Bock gemacht zu spielen, war für uns alle so, ich glaube für dich auch, für mich auf jeden Fall, so als das erste Mal, dass man richtig gespielt hat. Richtig ins kalte Wasser geworfen wurde. Und wen hatten wir noch in der Mannschaft? Nate Linhardt. Nate war noch da, genau. Nate the Great, do it for Nate. Den einen oder anderen noch kennt. Vitalis Chikoko hatten wir noch, der jetzt in Frankreich spielt mittlerweile. Yoshiko war auch dabei. Yoshiko, Grüße an Yoshiko, oder? Ja. Er hat sich wieder ein bisschen gefangen. Grüße an Yoshiko. Grüße an Yoshiko. Bin im Moment im Kontakt mit ihm, weil er eine ähnliche Verletzung hat am Knie, wie ich am Fuß. Daher auch nochmal gute Besserung, falls du zuguckst. Ja, aber du hast recht, danach haben sich die Wege immer wieder gekreuzt. Ich bin auch ein Jahr in Trier geblieben. Er hat Basti schon mal ausgecheckt, wie es im Adland ist. Ist für gut befunden und dann bin ich hinterhergezogen. Und nur schöne Fotos. Das ist super. Also die Fotoauswahl, die hat auf jeden Fall
Geil. Aber auch ein paar Legenden auf dem Foto. Ja, aber das neben kann, uns natürlich. Ja, vielleicht war das aber sogar das letzte Spiel der Adler Dragons in der Bundesliga. Nee, ich glaube nicht. Weil das war gegen Crailsheim oder ging es irgendwie 100 zu irgendwas aus. Ja, da haben wir auch verloren. Da haben wir auch verloren. Aber da haben wir, glaube ich, auch verloren, so wie wir gucken. Aber hier, wen haben wir noch? Isaiah Hartenstein. Mittlerweile bei den Clippers, ne? Ist das er doch. Ja, dahinter Luke, der kleine David Holston, die Zaubermaus. Der gerade mit Yoshiko spielt übrigens. Spielt mit Yoshiko und Brandon Thomas, der bei Jena unter Vertrag ist. Ja, da Quartenbrück. Ich wäre gern noch ehrlicherweise da länger geblieben. Ja. Du hast nicht so die besten. Es war schon sehr, sehr klein. Also Großstadt. Du kommst ja aus Berlin. Als Großstädter. Du kommst ja aus Berlin, ja. Die ganze Hauptstadt. Ich komme aus Nürnberg, da ist die Transition ja nicht ganz so. Aber wäre Quartenbrück damals nicht aus welchen Gründen auch immer ausgeschieden aus der Liga, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht hier. Also ich zumindest. Kann schon nicht. Sein, ja. Ich zumindest nicht, weil ich bin danach ins wunderschöne Bayreuth gekommen. Der Glücksfall meiner Karriere. Du bist zum großen FC Bayern, ja, kann man auch machen. Musste man mal machen. Muss man nicht, aber kann man machen. War ja auch schon mal da. Nee. Aber bist dann trotzdem zurück zum Brudi gekommen. Ne? Ich habe auch nicht gedacht, dass ich so lange bleibe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ich dachte, ja komm, das machen wir mal ein halbes Jahr. Dann geht er mir eh auf den Sack, aber... Jetzt 6 Jahre später sitzen wir immer noch hier. Aber ich muss auch sagen, Glücksfall. Scheppe auf den Hinterkopf. Reiß dich zusammen. Ich würde auch fast sagen, Glücksfall meiner Karriere, weil da schon viele Sachen jetzt in den Jahren passiert sind. In Bayreuth, viele gute Sachen natürlich. Abseits vom Basketball, auf dem Basketballfeld natürlich auch. Aber hier steht, was war der genialste Moment, den ihr bisher sportlich gemeinsam erleben durfte? Also wenn ich das aus deiner Sicht sagen würde ich wahrscheinlich sagen, den Medizincheck 2000, boah, wann war das? Ach so. Als wir nach Heidelberg gefahren sind? 2013. War das 2013? Wir hatten einen Medizincheck von der Nationalmannschaft und mussten dafür nach Heidelberg. Wir sind zusammen nach Heidelberg gefahren. Und boah, da sind auch ein paar Legenden drauf. Und ich durfte miterleben, wie du deine jetzige Frau, die Caro, kennengelernt hast. Stimmt. Und das ist so ein bisschen sportlich, weil es ja mit Sport zu tun hat, aber war wahrscheinlich für dich der geilste Moment. Wahrscheinlich im Nachhinein schon, da habe ich natürlich jetzt gar nicht dran gedacht. Titel haben wir zusammen keinen gefeiert. Titel haben wir noch keinen gefeiert zusammen. Vielleicht waren wir mal ein bisschen nah dran, ja, aber Titel gab es noch nicht. Aber wenn das sportlich zählt, dann wäre das wahrscheinlich schon. Ja, doch, den Expert Jakob Cup haben wir mal gewonnen. Den haben wir gewonnen. Oder haben wir den mal gewonnen? Ja. Playoffs sind wir auch eingezogen, ist ja auch schon ein Erfolg. Was gab es noch? Für Bayreuth Top 4 wurde abgesagt vom FIBA Cup, würde ich auch als Erfolg zählen. Top 4 Pokal haben wir auch gespielt. Ja, waren schon ein paar gute Erfolge. Gab halt immer nur Blech, gab halt kein Edelmetall. Ja. Wir haben gar keine Medaille gewonnen, oder? Medaille haben wir nie bekommen. Nee. Ich weiß noch, Final Four in Ulm. Wo wir richtig rasiert wurden. Im Halbfinale, ja. Spiel im Platz 3 war knapp. Immerhin. Gegen Ulm. Das stimmt. Aber Spiel im Platz 3 interessiert auch keinen. Keiner, aber hätte wenigstens eine Medaille gegeben. Aber weil hier direkt kommt, was war unser schlimmster Augenblick? Aber erstmal muss ich noch, natürlich, wenn wir über deinen Moment noch reden, deinen sportlichen besten Moment. Würdest du da ja sagen, dass es auf der Nationalmannschaftsebene war oder dass es auf der Clubebene war? Ich finde die Frage übertrieben schwierig, weil wir ja wirklich nicht sagen können, dass wir jetzt mal ein Finale oder sowas gewonnen haben. Aber allein so eine, sagen wir mal, eine Europameisterschaftsteilnahme. Ja, da haben wir ja vorher schon drüber geredet. Ja, ja. 2013 waren wir zusammen in Slowenien, was sicherlich überragend war. Haben wir auch gegen Frankreich gespielt mit krassen Legenden, Tony Parker und so weiter. Sogar gewonnen, aber auch irgendwie so ein... Das ist ein fader Beigeschmack. Fader Beigeschmack, weiß nicht. Ich glaube wahrscheinlich mein sportlich genialster Moment, den wir zusammen erlebt haben, war wahrscheinlich die erste Saison, oder nee, eigentlich die zweite Saison unter Raul allgemein, weil wir da eine geile Mannschaft hatten. Mhm. Sind in die Playoffs gekommen,
sind in die Playoffs in der Champions League gekommen. Das war das erste Mal, dass seit langem das Bayreuth international vertreten war. Und dann waren wir so, hatten wir so ein geiles Jahr sogar mit geilen Reisen und so weiter. Deswegen würde ich die Saison, was war das dann, 20... 17, 18, oder? 17, 18 müsste es gewesen sein. Oder, Sven? 17, 18 wahrscheinlich, so die gesamte Saison. Die genialste in meiner Karriere, würde ich mal sagen. Ist das aus dieser Saison? Ist das aus der? Ich glaube, das war in Bamberg, oder? Oh, Derby-Sieg. Ja, Derby. Ja, nee, das ist auf jeden Fall schon mal, da hinten ist einer von den Hennessy Brothers. Das ist der Adonis, das war auf jeden Fall nicht das Jahr. Ja, ein Jahr später, ja. Ja, ja, Derby-Siege in Bamberg, damit kennen wir uns ja jetzt aus. Ja, also haben wir ja schon ein paar. Ja, ist richtig. Sind natürlich auch immer geil. Schlimmster Augenblick. Oh, einer tut weh. Derby, sind wir wieder bei Derby. Zu Hause gegen Bamberg. Am Ende ein Freiwurf vergeigt, sodass der Strelnix. Was war da die Geschichte? Da gab es eine Geschichte zu irgendwie, ne? War das dann nicht irgendwie so fast mehr oder weniger ausgleichende Gerechtigkeit, weil der Call so ein bisschen fragwürdig war? Ja, das war doch beim Einwurf. War das nicht beim Einwurf? Hat der Demorn ein unsportliches Foul kassiert? Am Zieses, ja, stimmt. Ja, und dann am Ende wurde das Spiel an der Freiwurflinie entschieden, in meinen Augen. Kann man so sagen, ja. Dein schlimmster Augenblick? Schlimmster Augenblick, also jetzt gerade ist auf jeden Fall mit wahrscheinlich Top 5, weil man einfach in der Saison verletzt ist. Und ja gut, Verletzungen sind immer das Schlimmste. Ja, ich hatte ja bis jetzt toi 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 Glück, noch nicht wirklich oft verletzt zu sein. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen Sache, die ich ja schon seit ein paar Wochen mit mir trage. Und das nervt mich schon sehr. Ich glaube, das würde auf jeden Fall in die Top, vielleicht sogar Top 3 kommen, weil man es nicht so kontrollieren kann. Ne? So ein schlechtes Spiel ist dann irgendwie dann doch schnell abgehakt. Beides Glück, dass wir noch nicht abgestiegen sind und dann wirklich so ein richtig entscheidendes verloren haben. Und auch sonst, ja, gut, die Do-or-Die-Spiele, wenn man sagt, jetzt im Pokal oder so, wenn man halt gegen Alba spielt, ist man vielleicht jetzt für einen Moment niedergeschlagen, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang, weil ja, von vornherein vielleicht die Kräfte da schon nochmal anders sind. Aber das jetzt, das wogt mich auf jeden Fall, weil es vielleicht auch so präsent ist jetzt gerade natürlich, aber ja. Muss man auch sagen, dass man, seitdem du verletzt bist, sich ab und zu auch mal nicht so ganz locker flockig gelaunt in die Halle einmarschieren sieht, was natürlich absolut verständlich ist. Ja, das kann sein. Also ich merke auch selber, dass mich das nervt, manchmal auch Spiele zu gucken, weil man einfach, ja. Also jetzt unabhängig davon, wie wir spielen, aber einfach nur, weil man halt nicht eingreifen kann. Ja. Und ich manchmal sagen würde, ja, ich würde das jetzt vielleicht lieber von zu Hause gucken. So. Das jetzt probiere ich natürlich mittlerweile, hoffentlich kriege ich das ein bisschen besser hin, je länger ich jetzt raus bin. Am Anfang hat es mich auf jeden Fall sehr genervt, ja. Ja, weil das ist ja auch so eine Charaktereigenschaft von dir, dass du eigentlich ein Typ bist, der eigentlich immer gleich gut drauf ist. Also es gibt, finde ich, wenig Ausschwankungen bei dir. Mhm. Also ich würde mich da eher so bezeichnen, dass es immer so extrem gut und extrem schlecht gelaunt ist. Halt so fränkisch. Ja? Ja, absolut. Also öfter schlecht gelaunt als gut gelaunt. Schon das Stimmungspendel in der Mannschaft, ja, kann man schon sagen. Merkt man direkt, ob jetzt der ja, in der Nacht viel Schlaf da war oder nicht. Ja, ja. Ja, ja. Merkt man am nächsten Morgen. Ja, und das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber absolut verständlich. Also ich wäre genauso angepisst. Ich glaube, weil wir da in der Hinsicht, glaube ich, auch gleich sind, dass man halt immer denkt, das war jetzt auch so eine Sache, die man erst nicht so ernst genommen hat und dachte, gut, das tut halt ein bisschen weh und es geht schon. Und dass es halt dann doch so eskaliert, wie es gerade eskaliert, sozusagen mit dem Boot jetzt hier, habe ich auch so nicht gedacht. Und deswegen ist es immer extra, ja. Ja, wir müssen uns, glaube ich, einfach eingestehen, dass wir nicht mehr die Allerjüngsten sind und nicht über jeden Schmerz mehr drüber gehen können. Und sollten, ja. Ja. Basti, ja? Nochmal die ganze Aber das ist ja nur
für das Allgemeinwohl des Vereins. Ja? Aber wollen wir ein bisschen über auch ein paar positivere Sachen reden? Positiv? Ich habe hier noch ein Thema zum Beispiel über Weihnachten. Wir haben ja wieder eine große Weihnachtspause, eine lange Weihnachtspause. Schon, wir spielen jetzt am 27. Wir spielen jetzt am 27. Das heißt, wir haben 40 Stunden frei, glaube ich, dieses Jahr. Geil. Wenn wir Glück haben. Ist das schon sicher, ja? Sicher. Ich hatte natürlich den Plan noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass wir wenigstens Heiligabend feiern können und den 25. vielleicht morgens noch frei bekommen. Ja, da muss man auch sagen, dass das der Coach in den vergangenen Jahren immer eigentlich sehr kulant regelt, dass wir zumindest Heiligabend und bei den Amerikanern ist es ja, nennen die das eigentlich auch Holy Morning oder was? Ja, ja? Das ist der Holy Morning. Das ist Holy Morning feiern können. Deswegen, du fährst ja da, glaube ich, also ich habe es ja mir ist ja eigentlich wurscht, wie wir trainieren, weil ich fahre ja schnell nach Hause. Aber du fährst ja, glaube ich, nicht nach Berlin, sondern ihr trefft euch immer in der Mitte, ne? Treffen uns immer in der Mitte. Ich fahre ja immer in den letzten Jahren immer mit meinen Großeltern. Das liegt ja genau in der Mitte zwischen Berlin und Bayreuth in Thüringen. Und da fahren wir dieses Jahr auch wieder hin. Da kommt mein Bruder aus Berlin gefahren, meine Mutter aus Berlin gefahren. Und dann gibt es da die Bescherung. Das ist ja, aber viel wichtiger als die Bescherung ist ja in deinem Fall das Essen, weil ja. Vielleicht auch noch so eine Charaktereigenschaft. Andis Stimmung steigt und fällt auch sehr oft mit dem Essen und wie viel Essen es gibt. Was ist so das typische Seifertsche Weihnachtsessen? Das ist natürlich in Ostdeutschland ganz klassisch Kartoffelsalat und Würstchen gibt es bei uns an Weihnachten. Was für Würstchen? Wiener Würstchen. Oh, da freut sich der Raul. Wiener Würstchen, da freut sich der Raul, okay. schöne Grüße. Shoutout an Raul. Shoutout Raul. Ja, das wird es bei uns geben, denke ich. Dann gibt es aber auch zwischendurch, ein Kuchen wird immer gebacken vorher und Rouladen gibt es. Mm. Dann, wenn Tag drauf noch, kurz Mittag, erster Weihnachtsfeiertag. Geil, ich liebe Rouladen. Ja, das ist eigentlich immer auch seit Jahren die gleiche Tradition. Egal, aber ich finde es wichtig. Ich finde wichtig, an Traditionen muss festgehalten werden. Kriegt natürlich auch mal ein bisschen mit. Man isst die nächsten Tage auch noch davon. Einen schönen Kartoffelsalat. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass die Laune dann auch die nächsten Tage anhält erstmal. Geil. Wobei jetzt fast ein bisschen. Echter Weihnachtsbaum oder Fake-Weihnachtsbaum? Oh, da muss ich überlegen. Ich glaube, da natürlich die Großeltern auch schon im gewissen Alter sind und die Bäume, heißt das, die Bäume nadeln, wenn die Nadeln verlieren? Ja. Sagt man, ne? Wenn die Bäume nadeln, das dann ein bisschen zu nervig ist. Deswegen gab es, glaube ich, im letzten Jahr nicht zum ersten Nageln, Mal. Sondern Nadeln. Erste Mal einen Nagelbaum, genau. Ja, wird ihr rausgeschnitten. Ja, schön. Ja, und ihr fahrt wahrscheinlich groß auf, oder? Würde ich sagen, in Nürnberg. Ja, es ist traditionell, seitdem Nante und ich zusammen in Nürnberg wohnen, haben wir das große Pech, das, ja, natürlich Glück, ja, muss man sagen, dass alle zu uns kommen, aber es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Ja, du bist ja auch eigentlich ein leidenschaftlicher Koch. Das für ja, dich ist doch und da der Papa im Hause Dorit die Küche bewacht, bin ich dafür verantwortlich, aber wir sind halt echt viele, also ich sag, wir sind insgesamt, muss ich jetzt aufpassen, nicht, dass es gegen irgendwelche Corona-Verordnungen verstößt, aber wir sind, glaube ich, 11 oder 12 Mann mit den Kids, ne? Und es gab schon Jahre, da habe ich eine schöne Gans gezaubert, allerdings bei so vielen ist unser Backofen auch einfach zu klein. Ja. Deswegen machen wir es jetzt schon, ich glaube, das vierte Jahr in Folge unkompliziert und machen ein schönes Maronensüppchen vorneweg. Ja. Ja. Ein schönes Feldsalat mit Speck und Croutons. Und dann machen wir Raclette. Raclette. Okay. Ja. Aber hast du nicht, ich dachte, du hast eine Gans bestellt beim. Nee, eine Ente habe ich bestellt. Eine Ente. Bei Ramon. Ramon ist, wie soll man den eigentlich bezeichnen? Das ist so Praktikant von unserem Physiotherapeuten, von Kevin. Der tritt in Eddies Fußstapfen. Ja, ich sehe den auch. Er ist so ein Schrägstrich Teambetreuer so ein bisschen. Also er ist offiziell Praktikant des Physiotherapeuten. Genau. Und der kommt aus der Nähe von Kulmbach, glaube ich, oder? Aus der Nähe von Kulmbach. Und dem seine Eltern haben so einen kleinen Bio-Bauernhof. Und da habe ich eine Ente bestellt. Die gibt es aber erst am ersten Weihnachtsfeiertag. Mit Rotkohl und Klößen. Gniedler. Klößen. Gniedler.
sagt man bei uns. Klöße sind es aber. Gniedler. Ja. Genau. Ja gut, dann würde mich noch interessieren natürlich zu den Geschenken ein paar Infos. Hast du schon alle Geschenke? Soll ich die jetzt rausposaunen, was ich... Nee, also erst, ob du alle hast und dann frage ich als nächstes. Traditionell gehe ich eigentlich am 23. Geschenke kaufen. Ja. Ja, du bist ja auch so ein Verfechter von Offline-Shopping, ne? Offline, ganz wichtig, Leute, offline. Ja? Heute erst Thema in der Kabine gewesen, wurde heiß diskutiert. Support your local Shops, ja, falls es möglich ist, bitte. Ja. Gibt natürlich ein paar Dinge, kann ich sagen, zum Beispiel, meinem Sohn, der liebt Trikots. Ja, und Medi Bayreuth Trikot hat er und ich habe ein Steph Curry Trikot. Mhm. Das habe ich nirgendwo jetzt in Nürnberg gefunden, so. Deswegen habe ich das jetzt halt online. Musst du es online bestellen, ja. Aber ist okay. Ja, das ist okay. Du, Basti, wenn es für dich okay ist, musst du selber wissen. Nee, ich bin auf jeden Fall Offline-Shopper, habe tatsächlich dieses Jahr schon ein paar mehr Geschenke, aber es fehlen mir noch ein paar. Die werde ich entweder jetzt in Russland im Duty Free kaufen oder dann am 23. Doch, am 23. Ja, das ist eigentlich so eine Tradition. Da gehe ich schön, da haben wir oft frei, mhm. Ja, zumindest vormittags. Passt jetzt auch wieder, ne? Wir spielen noch am... Ja, schön am 22. Dann gehe ich in die Stadt, hole mir erstmal einen Glühwein, weil dann ist der Geldbeutel ein bisschen lockerer. Ja. Und dann shoppt sich's geiler. Ja, aber an so, ich finde auch an so Anlässen wie Weihnachten und Geburtstag kann man ja auch mal was springen lassen, ne? Ja. Man ist ja sonst immer knausrig. Ja. Und was ist so das schönste Geschenk, was du jemals bekommen hast? Fällt dir da direkt eins ein? An Weihnachten natürlich. An Weihnachten? Boah. Ich glaube, ich bin ein schwieriger Typ. Mir was zu schenken ist glaube ich, schwierig. Weil der hat schon alles. Erstens, ich habe schon sehr viel. Sehr viel. Nee, aber... Wow. Nee, weil ich stehe halt nicht so auf viele... Ich stehe nicht auf Technik, also ich kann mit Technik nichts anfangen, also kannst du mir schon mal da nichts schenken. So, was gibt es dann noch? Klamotten, wenn ich was geil finde, dann kaufe ich es mir, da warte ich halt nicht auf Weihnachten, dass mir das schenken. Ja. Von daher, tatsächlich freue ich mich am meisten so auf so selbstgemachte Marmeladen und so, finde ich mal geil. Von den Tanten, die lassen sich mal geile Sachen einfallen, weil ich kaufe mir selber keine Marmeladen, aber wenn man sowas geschenkt bekommt, hat man es zu Hause und dann isst man es auch gern. Das sind eher so die Kleinigkeiten. Ja. Die kleinen Dinge im Leben. Absolut. Ja. Richtig, ja. Wo man halt auch merkt, ja, die haben sich Gedanken gemacht, die Leute. Oder was auch immer geil ist, finde ich, kaufe ich mir nämlich auch nicht selber, ist so ein richtig guter Alkohol. Ja. So einen guten Whisky oder so. Der ein bisschen länger zu Hause steht. Den trinkt man dann auch nicht jeden Tag. Wir trinken ja eh nicht so oft, wir sind ja Sportler. Aber den man zu einem schönen Anlass, dann so ein gutes Glas Whisky trinkt, da freue ich mich auch. Mhm. Okay. Und bei dir? Bei mir? Also was war dein Geist? Hast du schon alle Geschenke? Ich bin ja sonst immer, wenn ich jetzt so Geschenke für Eltern und Oma und so, bin ich immer der das organisiert von meinem Bruder und mir, von diesem kleinen Team quasi. Ja. In diesem Jahr habe ich das so ein bisschen abgegeben. Das heißt, er muss das organisieren. Meinst du, es geht gut? Ich kenne ja deinen Bruder ein bisschen. Das werden wir mal sehen. Ich habe gestern noch mal kurz einen Hinweis gegeben. Deswegen hoffe ich, dass ich dann auch alles habe. Packst du selber ein? Ich packe... Ey, einpacken ist... Also alles, was... Wie schwierig ist eigentlich so ein... Selbst ein Buch einzupacken, schaut bei mir aus, als wäre das, keine Ahnung, von einem... Darf man jetzt hier nicht sagen, ne, aber... Kleinkind. Ich packe natürlich nur die Sachen ein, die ich dann Caro schenke. Ansonsten habe ich das Glück, dass Caro sehr gerne einpackt. Das heißt, sie packt alles ein. Ich habe einen geilen Tipp. Mache ich nämlich im Zimmer. Ich kaufe einfach so Tüten. Stellst du Tüten aus? Ich kaufe immer so eine Tüte und dann kann man die oben machen, habe ich so ein. Mache ich sie also oben zu, dass man nicht reinschauen kann und dann ist auch verpackt. Ja, dann bist du ja richtig schnell mit dem Auspacken dann, ne? Das finde ich nämlich auch geil. Wenn ja, das aber schau mal, bin ich auch wieder nachhaltig, ja. Weil die Tüte, da musst du ja dann schreibst du ja nur den Namen auf diesen kleinen Anhänger drauf und die Tüte kannst du ja wiederverwenden. So, und wenn du das einpackst, dann zerreißt es halt und es landet im Müll und das wissen wir beide. Vor allem, wenn du Scheiße einpackst. Ist das das Gute, wenn man gut einpacken kann? Ja, dann kann man es nochmal verwenden. Macht meine Mutter auch immer. Ja. Wird dann immer sehr viel belächelt. Aber wenn du das auch machst,
Dann ist es halt nee, ich kann ja nicht gut einpacken. Das heißt, ich mache es nicht, aber meine Oma macht es zum Beispiel. Das wird dann mal gefaltet. Und dann ab und zu gab es das im nächsten Jahr auch nochmal. Anscheinend. Hab's nicht überprüft. Das habe ich gemerkt. Aber das beste Geschenk, was ich je bekommen habe an Weihnachten, will mir jetzt erstmal gar nicht einfallen. Weil ich auch probiere, also viele kleine Sachen immer mal ich bekomme. Ja, jetzt nicht so eine große Sache, sondern viele kleine Sachen, auch gerne Sachen, ne, wie du. So ein bisschen so ein paar selbstgemachte Sachen mit Gedanken dahinter. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht eine Sache sagen. Hast du eigentlich einen Adventskalender bekommen? Ich habe einen Snackkalender bekommen, ja. Von deiner Frau? Mhm. Snackkalender, jeden Tag ein neuer Snack drin, so von Seeberger, weißt du, so kleine, was Feines, was ganz Feines. Ganz Feines. Andi ist ein der liebt Nüsse. Ja, nein, also ich glaube, dein Lieblings sind Cashews, oder? Hm? Und von daher ist es echt perfekt für dich. War super, ja. Man muss dazu nämlich sagen, ich habe keinen Adventskalender bekommen. Shoutout an meine Frau, vielen Dank für nichts. Aber meine Frau hat von deiner Frau einen Adventskalender bekommen. Und was für einen? So ein Riesending selbst gebastelt. Ein Brief dazu und so, hab ich schon gesehen. Da ging richtig Emotionen rein, ja. Da haben wir beide richtig schlecht daneben ausgesehen. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen als Hintergrundinformation noch, Bastis Frau hat bei unserer Hochzeit auch viel, viel mitorganisiert. Unter anderem auch das Kleid gestellt. Beziehungsweise. Ja, gestellt will ich es nicht. Das ist schon von deinem Konto weggegangen, das Geld, keine Sorge. Wir haben das Kleid vom Brautmodenladen. Ist das offiziell ein Brautmodenladen oder gibt es da einen besseren? Ist noch ein Brautmodenladen. Brautmodenladen gekauft, genau. Das heißt, ich glaube, das war nochmal so ein bisschen so ein Dankeschön. Ah, okay. Macht Sinn. Geile Hochzeit, ey. Dass wir da jetzt schon wieder nüchtern sind, ist auch krass. Aber ist ja jetzt auch schon fast, warte mal. Ne, 5 Monate ist jetzt, ne? Ja, 23. Und Juli. Ist immer noch top, oder? Voll, harmonisch. Immer noch siebter. Hast du dein Ehering hast du noch? Ja, ich habe ihn jetzt krasserweise nicht an. Klassiker. Nee, aber ich habe so ein bisschen für mich die Regel, nachdem ich ja von deinem Fauxpas auch mitbekommen habe im Sommer, dass ich, wenn ich eine Jogginghose anhabe, den Ring immer zu Hause lasse. Ich weiß nicht, ob die die Story jetzt erzählen. Kann man eigentlich. Das wäre eigentlich cool, weil ich habe meinen Ehering. Nochmal einen Aufruf machen, ja. Nochmal einen Aufruf. Ich habe ihn, ich weiß nicht, soll ich sagen, ob ich ihn verloren habe? Weil ich glaube eher, er wurde mir verloren. Ja, er ist auf jeden Fall weg. Also falls irgendjemand in Bayreuth einen goldenen Siegelring mit einem Anker auf der Seite eingraviert und einem D eingraviert findet, zufälligerweise an seinem Finger, dann... Oder ihn schon verkauft hat, gibt das Geld zurück. Ja, auf jeden Fall. Doch es. Ja, er ist auf einmal weg. Ja, schade. Ja, und deswegen habe ich ihn gerade nicht an, ehrlich gesagt. Ein bisschen... Das ist ein bisschen Schiss. Ich habe ihn wenig an, weil man natürlich klassisch immer im Arbeitsoutfit. Ich meine, du bist ja, habe ich ja gerade schon festgestellt, wie aus dem Ei gepellt heute. Und ich sehe so ein bisschen. Nee, du schaust so super aus. Das ist halt Joggingpeitsche, ne? Ja, aber. Das ist ja unser Job. Klar. Und ich bereite mich halt schon mal auf die Karriere nach der Karriere vor. Ach. Ja? Da muss man irgendwann mal ohne Jeans anziehen. Jetzt schon? Ja. Dachte, du spielst noch 5 Jahre. Nee, 2 noch. Das steht schon fest jetzt? Nö, ich habe nur 2 Jahre Vertrag. Du hast ja keinen Vertrag mehr nach diesem Jahr. Ja, können wir auch mal einen Aufruf machen. Bin ab Sommer wieder. Dann die Konkurrenz, der Andi wird frei. Ja, wenn du das machst, dann weißt du, das sind wir geschiedene Leute. Wann gibt es, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von dem Weihnachtsthema, wann gab es bei euch früher, kam der Weihnachtsmann oder das Christkind? Weihnachtsmann, ja, der Weihnachtsmann. Ah. Und wann gab es die Bescherung? Am 24. um 17 Uhr. Nach der Kirche. Ostdeutschland ist ja atheistisch. Also ich war das erste Mal, dass ich in der Kirche war, war wirklich in Köln dann, bei der Familie von Caro. Als ich da mal Weihnachten gefeiert habe, vor 5 oder 6 Jahren. Ansonsten waren wir nicht in der Kirche, ne. Das ist immer, passiert einfach dann alles zu Hause. Genau. Okay.
Ja, weil bei uns ist es halt jetzt, wir müssen das ja unseren Kindern jetzt so ein bisschen vorspielen. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Bei uns kommt nämlich das Christkind. Und da haben die Kinder nämlich auch so ein bisschen Angst vor, weil wenn man das Christkind ja sieht, wird man? Nicht beschenkt. Nee, blind. Blind sogar? Oh. Keine Ahnung, oder? Direkt blind, oder was? Ja, klar. Ja? Ich glaube. Hä? Ja? Muss ich mal nachprüfen. Ja. Ja. Und wer macht das dann einer aus der Family oder macht das der Stöpsel? Nee, man sieht es ja nicht. Das heißt, sie müssen oben warten. Ja, und dann werden eben, oder man macht es oft so, dass dann halt oben die Kids bettfertig gemacht werden nach dem Essen und so weiter. Ja. Bringen wir so hoch und dann werden unten schnell die Geschenke hingelegt unter den Weihnachtsbaum. Ja. Und dann so, oh, ich glaube, wir haben was gehört. Und dann ist die Tür halt offen und das Christkind war auf einmal da und hat halt. Interessant, Mann, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ja anders abläuft dann. Das ist so eine. Ja, aber ich glaube, das hat bei uns nicht viel mit Religion oder sowas zu tun. Das hat sich, glaube ich, einfach so entwickelt. Also, es war bei mir als Kind schon so. Ja, bei uns, den haben wir dann immer gesehen, den Weihnachtsmann. Ja, ja. Manchmal habe ich ihn auch selber gespielt. Und ich bin auch froh, dass wir den dieses Jahr nicht spielen mussten. Normalerweise shoutout uns in dem besten Fanclub der Welt, die Bayreuth Bats. Normalerweise spielen wir da immer den Nikolaus Weihnachtsmann, wie man es auch nennen mag. Machen wir natürlich gerne. Machen wir gerne. Aber sei auch nicht böse, wenn es mal ausfällt. Es ist halt immer das Gleiche. Ja. Eigentlich die beste Szene da war eigentlich Lucky Jones vor 3 Jahren. Da war ich mal ein bisschen was anderes, ne? Weißt du noch? Kann mich gar nicht erinnern. Er war ja nicht Weihnachtsmann, er war, glaube ich, ein. Hat er nicht. Ist Christkind? Ein Elf. Nicht ein Elf, oder? War er ein Weihnachtself? Engel. Engel, ne? Engel. Er war ein Engel, genau. Ach, geil. Wo wir da alle zusammen musiziert haben. Genau, da war ein bisschen Jam-Session. Was ich auch immer geil finde zur Weihnachtszeit, ist das Teamwichteln. Ja, stimmt. Ich habe meinen, ich weiß gar nicht, wen ich habe. Ach, hier. Ah, hey, Lucky. Shoutout Lucky. Letztens. Das war auch ein introvertierter Typ. Ne? Total. Ich wurde letztens um 3 Uhr nachts einfach einen WhatsApp-Face-Call bekommen von ihm. Echt? Aber natürlich bin ich hin, weil ich geschlafen habe. Aber ich glaube, der zockt auch nicht mehr. Ist ein guter Junge. Haben wir Obergrenze und so für Geschenke? Weil ich war ja leider nicht da. Was haben wir? Für Wichteln. Ja? 20 Euro, da haben wir irgendwas festgelegt. Ja, wir haben zwischen 10 und 20 Euro gesagt, wie jedes Jahr, weil man soll ja ein bisschen kreativ werden. Mhm. Und ich habe leider, darf ich nicht sagen, wen. Ne? Man wird jetzt ausgestrahlt, kann man ja vielleicht doch sagen. Nee, kann man ja nicht sagen. Wieso, wenn es später ausgestrahlt wird? Achso, sonst weiß ich es. Ja, okay. Und das darf ja eigentlich keiner wissen. Ja, aber freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja. Gab es schon ein paar geile. Ich kann mich noch erinnern, der Hassan hat dir mal so einen Kinderweihnachtshelm geschenkt, oder? Das war ein Fahrradhelm, ein pinker Fahrradhelm, ja. Nachdem du dir deine Schulter zerstört hast beim Fahrradfahren. War das deswegen? Das war nicht deswegen, nee, weil der war ja ein Jahr früher da. Ja, aber wieso? Mit dem Helm wäre es vielleicht nicht passiert. Dann hätte ich mir vielleicht die Schulter nicht kaputt gemacht, genau. Schulter gesetzt. Ja. Das war, ja, der wusste ja, dass ich mal Fahrrad fahre. Er hat ja unter mir gewohnt damals. Und wenn wir nicht gelaufen sind, bin ich Fahrrad gefahren und deswegen habe ich den Helm bekommen. Auch geil war, also das mit den meisten Gedanken habe ich, glaube ich, von James Robinson bekommen. Einfach eine Handy-Ladestation, gefühlt für 5,99 €, die einfach den Akku von meinem Handy zerstört hat. Also ich habe das probiert auch anzuwenden dann. Schön. Aber das war, ja, das habe ich irgendwie noch direkt im Kopf. Ah, schau mal. Mensch. Mhm. Steht dir. Genau sowas halt. Steht dir. Der Bart. Alles. Alles. Rot kannst du tragen. Ja, wollen wir eigentlich nochmal über das Team reden dieses Jahr? Über das Team? Ich schau mal da kurz drauf hier. Oh, wenn du. Die Frage ist interessant. Ich habe auch eine interessante, aber die. Nee. Wenn du an Weihnachten eine Person deiner Wahl zu euch nach Hause einladen könntest, wen? Wen? Ich hasse Besuch an Weihnachten. Das sind auch immer so Fragen,
auf die ist man irgendwie nicht so richtig vorbereitet, ne? Aber wahrscheinlich würde ich sagen, nee, weißt du wen? Ich würde einfach Caro einladen, meine Frau, weil wir... Die musst du nicht einladen. Naja, aber die Idee ist ja, sie und ihre Familie am besten noch, dass man zusammen feiert, weil sie immer parallel natürlich in Köln ist, weil sie dann auch nicht so oft sieht. Und ich bin dann immer halt in Thüringen, das heißt, wir haben eigentlich erst ein Jahr die Bescherung zusammen verbracht sozusagen. Auch dieses Jahr feiert ihr getrennt Weihnachten, obwohl ihr jetzt verheiratet seid. Krass. Sind wir aber fein mit. Müsst ihr selber wissen, ne? Und du? Ich liebe Weihnachten, ich bin so ein richtiger Weihnachtsmensch und so Traditionen. Deswegen mag ich da eigentlich keine... Ein Jahr war mal Nate an Weihnachten da. Ja, es war ganz nett. Aber ich glaube, die Person, die wahrscheinlich würde ich Eddie einladen. Ja. Weil bei uns ist immer so gespalten gute Laune, also nicht immer gute Laune an Weihnachten. Und Eddie passt da eigentlich dann immer ganz gut. Ja. Deswegen Eddie. Mit Eddie ist so, der redet nicht so viel, der trinkt zwei Bier und dann geht er eh. Von daher würde ich wahrscheinlich Eddie nehmen. Und trotzdem freuen sich alle, dass er da ist. Ja. Wie an meiner Hochzeit auch. Ja. Ja. Das ist so, eigentlich ein guter Gast. Ist ein guter Gast. Isst nicht so viel, trinkt dafür mehr. Ich bin gespannt. Ich werde ja am Mittwoch das Spiel mit ihm zusammen gucken. Ich bleibe ja hier, fliege ja nicht mit nach Russland. Wo schaut ihr das? Wir probieren es im Café zu schlauen. Café Florian. Café Florian. Shoutout an Ingo Fröse. OG Ingo. Shoutout. OG Ingo. Let's talk about our new team. War das gerade deine Munch-Impression? Das war auf jeden Fall richtig ruhig. Richtig ruhig. Okay. Okay. Das soll bestimmt irgendwas davor stehen. Und wer ist immer gut drauf? Da gibt es eigentlich nur einen. Also mir fällt auch direkt eigentlich Philipp Jalapo ein. Ja. Manchmal schon nervig, Philipp, PJ wie gut Pur. Du drauf bist. Immer gut drauf. Aber ja, kann man nichts gegen sagen. Aber das auch. Muss man sagen, einer der geilsten Teammates, die es gibt. No, aber ey, ohne Scheiß, eigentlich gleichgestellt mit Kevin Wohlrad. Ja. Er ist eigentlich auch nie schlecht drauf. Aber der hat jetzt auch natürlich viel Grund, auch gut drauf zu sein, ne? Ja, aber ich fand auch schon vorher. Vorher fand ich ihn auch schon immer so. Und ich kann ja immer schwer mit sowas umgehen, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir hatten mal, also der all-time am bestgelaunteste Spieler war David Gonçalves. A.K.A. Gonzo. Der war so nervig gut gelaunt, es ging mir richtig auf den Keks. Man kann ja nicht immer gut gelaunt sein, sorry. Ja. Das geht ja nicht. Die hat es dann irgendwann mit Trey so ein bisschen zusammengehauen. Ja. Die haben das gefeiert gegenseitig. Praise the Lord. Praise the Lord. Nee, würde ich auf jeden Fall Philipp Jalapo sagen. Okay, nächste Frage. Der coolste, lässigste. Wer ist der coolste oder lässigste Spieler in unserem Team? Ja, da gibt es zwei Kandidaten in meinen Augen. Einmal den Sakar oder Markus. Ich würde fast schon mit Sakar gehen. Ich finde Sakar irgendwie richtig korrekt. Also ey, Markus ist auch geiler Typ, ist auch mega lässig, schaut cool aus und so, aber Zack ist irgendwie... Zack. Wie soll man sagen, so, er ist ein bisschen zugänglicher, ne? Man kann halt immer so kurz mal mit ihm quatschen. Markus ist halt sehr ruhig, man macht immer sein Ding, ohne jetzt irgendwie draußen zu sein. Er ist schon innerhalb der Mannschaft, aber bei Zack ist schon so... Zack got the swag. Okay. Da sind wir uns einig. Nächste Frage. Wer weiß immer alles besser? Oh, sind wir uns da einig? Der Doktor? Der Doktor, na klar. Dr. Sanders. Ne. Sanders! Ja, der Sanders, stimmt. Ist aber auch besser geworden, muss ich sagen. Weiß jetzt nicht mehr so viel. Weiß nicht mehr so viel, ist natürlich jetzt auch in der Pflicht. Stimmt. Muss noch ein paar Sachen dann zeigen. Und er hört jetzt mehr zu, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht... Ja, aber der muss man schon sagen, der hat schon ein großes Allgemeinwissen über viele Themen. Ja. Der ist ja auch schon Mitte 40, also hat er auch schon viel erlebt. Ja. Zwei Weltkriege erlebt. Na klar. Okay, wer ist denn deiner Meinung nach der größte Entertainer? Ja, du hast das verpeilt. Wer hat das meiste Potenzial? Wer hat das meiste Potenzial?
Der deutsche Wladimir Lucic, würde ich sagen. Der deutsche Wladimir Lucic. Kai. Kai Brunke. Da sind wir uns natürlich auch einig. Da sind wir auch ein bisschen stolz auf den Jungen, dass der sich so gemausert hat. Nach Startschwierigkeiten in Bayreuth hat er, glaube ich, sein Leben ziemlich gut sortiert bekommen und entwickelt sich gerade hervorragend. Ich glaube, geht in die richtige Richtung mit dem jungen Mann. Glaube ich auch, ja. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Größter Entertainer. Größter Entertainer? Gibt in diesem Jahr eigentlich so keinen, der, sagen wir mal, irgendwie immer die Musik spielt oder immer. Also, wenn einer so ein bisschen mitrappt, ist es wahrscheinlich so Terry. Von denen kriegst du oft so ein bisschen. Aber der ist natürlich auch ein bisschen ruhig. Ich glaube, den meisten. Entertainer. Also, wer viel redet und so, bei Entertainer sehe ich schon auch so ein bisschen den. Den Janari, JJ. Ja. Weil er halt viel mit allen so kommuniziert. Er redet sehr viel. Okay. Weil die nächste Frage wäre, wer ist der Musikalischste? Und da würde ich Terry oder Zack sagen, weil die rappen ab und zu mal ein bisschen was oder so. Aber so richtig, also wir werden... Auch vielleicht kann der Sander sieht aus, als ob er irgendwie noch Sander Piano spielen kann oder so. Ja, aber ich glaube allgemein sind wir nicht die musikalischste Mannschaft. Also wir werden, die Bremer Stadtmusikanten werden wir nicht mehr, glaube ich. Okay. Musikalischste, ansonsten würde ich sagen, Entertainment ist auf jeden Fall auch bei Kai gegeben. Ein bisschen wie soll man sagen, unverhofft, ungewollt ist das Wort. Ungewollt und unfiltert oft, ja. Wer ist der schlauste du? Spieler? Du. Andi Seifert. Okay. Also schlauste, ne, da steht jetzt nicht Spieler, aber du hast ein sehr, sehr hohes Basketball IQ, du machst deinen Master nebenbei, du arbeitest noch bei Medi, bist sozial engagiert. Also, ich glaube, du. Shoutout. Shoutout, Medi. Wer ist der Lustigste? Der Lustigste würde ich auf jeden Fall sagen. Oh mein Gott. Safe, nach Schlaus der Lustigste, dann kannst du gleich schreiben, wer ist der Dümmste. Wieso? Nein, Mann. Also nach Schlau und Lustig. Ist für mich auf jeden Fall positiv, Mann. Okay, danke. Das Wort Lustigste. Danke. Heißt ja nicht, dass ich über dich lache, das heißt ja, dass ich oft mit dir lache. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so, Mann. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja den gleichen Humor. Ja. Weißt du, was ich hier gelesen habe? Hier steht der Schüchternste, aber ich dachte, hier steht der Nüchternste. Das ist der Nüchternste. Das ist auch Philipp, glaube ich. Philipp ist auch der Nüchternste. Philipp ist der Nüchternste. Wer ist der Schüchternste? Also ich würde sagen Ramon. Ist zwar kein Spieler, aber den hatte ich sofort, ist mir sofort eingefallen. Ja, von den Spielern. Wahrscheinlich. Schwer. Ja, das ist echt schwer. Schüchternste? Wahrscheinlich, nein, Mardi. Schau mal, der ist so schüchtern, den vergisst man. Stimmt. Einfach Martinas. Eine richtig liebe, treue Seele, ja. Ja. Das stimmt. Aber hat eine Freundin jetzt, ja? Ganz neu. Also aus Litauen natürlich, aber okay. Ist jetzt anscheinend offiziell. Ja, natürlich. Kann man jetzt hier in dem Rahmen mal sagen, weil sie guckt vielleicht nicht zu. Ja. Schön, freut mich für ihn. Mhm. Wer kann nicht ohne sein Handy? Coach. Ja, stimmt. Coach Corner auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Natürlich auch berufsbedingt, aber ich glaube auch Candy Crush spielt da eine große Rolle. Also er ist auf jeden Fall der, der sofort immer antwortet, egal wann man ihm schreibt. Ja. Das ist immer schon ein Zeichen dafür. Ja, er postet ja auch irgendwie 3 Minuten nach dem Spiel schon den ersten. Das stimmt, ja. Hat der eigentlich sein Handy dann im Anzug? Nee, ich glaube, man kann das ja, vielleicht macht es auch jemand für ihn. Also ich habe ihn oft nach dem Spiel auch einfach am Handy tippen sehen. Deswegen glaube ich, dass er es. Ja, vielleicht. Kann auch sein. Im Anzug hat. Ja. Naja. Größter Perfektionist in meinen Augen Markus. Ja, aber schon so mit allem, oder? Ja. Markus oder, ich hätte auch Phil im Kopf jetzt schon wieder. Stimmt, Phil. Beide ja schon viel so
Gut, mag ich mehr so auf dem Feld, Phil mehr so abseits vom Feld. Ja, aber du auch so ein bisschen, ne? Weiß ich, ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber das zeichnet ja auch Hochleistungssportler so ein bisschen aus. Immer aufgeräumt, sehr viele aufgeräumte Menschen. Ist jemand eitel? Ja, dann können wir da wahrscheinlich den Markus. Markus, nehmen. Ja. Markus. Hat ja, jemand einen Spleen, der nervt? Hm. Ein Spleen, der nervt. Naja, fallen schon ein paar ein, aber kann man jetzt nicht hier alle sagen. Aber dann würde man vielleicht sagen, nee, mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Okay, uns fällt lieber nichts ein. Ja, ja, schön. Spaß gemacht. Wir haben, muss man noch mal sagen, eine sehr, sehr angenehme Mannschaft. Also es gibt eigentlich niemanden, den man gar nicht leiden kann. Und man kommt irgendwie jeden Tag eigentlich sehr, sehr gerne auf Arbeit. Ja. Nur sagen. Ich habe zum Abschluss noch ein bisschen was für dich vorbereitet, Andreas. Du hast echt noch was vorbereitet? Ja, ein paar Rapid-Fragen an dich. So, die dich mal so richtig challengen sollen. Ja, hol ich mal kurz mein Handy raus. Weil der liebe Sven meinte ja, wir sollten Fragen vorbereiten. Und ich dachte, er meint so Fragen, die so entweder oder. Ich hab mir da gestern Abend nochmal richtig Gedanken gemacht. Also Andi, bist du bereit? Ein bisschen nervös auch, aber bereit. Bitte, bitte schnell antworten, nicht so, nicht drüber nach. Aber gerne da auch ab und zu... Bisschen ausführen noch, meine Gedanken. Okay. Berlin oder Bayreuth? Trotzdem würde ich immer noch Berlin sagen, wahrscheinlich. Das ist einfach natürlich die Heimat, ne? Könnt ihr dann Regie hinten immer dann so Buh oder Jubel einführen? Okay, das ist cool. Union oder Hertha? Union. Kann ich auch kurz erklären. Mein Vater war früher Union-Fan. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber das heißt, das verpflichtet natürlich ein bisschen. Aber ich bin jetzt auch nicht so im Fußball drin, werde auch oft aufgezogen, dass ich da nur so ein ganz gefährliches Halbwissen habe und mehr so, ja, weil Union jetzt gut ist, auf einmal Fan bin. Kann auch sein, ja. Nee, aber ich finde auch, als Außenstehender würde ich auch eher Union als Hertha sagen. Aber ich glaube, das liegt auch einfach am Image von Hertha. So über die im Moment Jahre ist es einfach schwierig. Tough. Ja. Die Grünen oder FDP? Da wahrscheinlich die Grünen. Schön. Klar. Bloody Mary oder Bloody Mary? Ja, natürlich den Bloody Mary. Ja? Andis Lieblingsgetränk, ja? Ja, müssen wir nicht weiter ausführen. Oh, okay, ja, das stimmt erstmal so. Ja, Natio oder Knochenschonen? Natio. Natio, ne? Hat man, ja, glaube ich, gesehen in den letzten Jahren. Sind wir auch einig. Ja. Boys Trip oder Romantikurlaub? Boys Trip. Yes. Puma oder Scotch and Soda? Scotch and Soda, falls es nicht alle kennen, ist auch eine Modemarke. Deine abseits von Puma. Abseits von Puma. Deine, ja, Lieblingsmarke, ne? Deswegen, weil es natürlich nur auf Platz 2 ist, ja, gehe ich safe mit Puma. Shoutout an Puma. Shoutout Pumax. Ein schöner Pump mit Fred oder Massage bei Kevin? Passiert ja nicht. Ja, passiert mal. Er macht ja nichts. Nee, Spaß. Nein, wahrscheinlich trotzdem noch ein Pump. Ja. Ein Pump ist schon was Feines. Ja. High Tops oder Low Tops? Bist du umgestiegen, ne? Bin umgestiegen jetzt, man sieht es auch hier auf dem Foto, bin jetzt Team Lowtop. Ein bisschen, ja, fast gezwungenermaßen, da die Modelle Lowtop jetzt echt nochmal besser geworden sind. Habe aber früher mal Hightop gespielt und von daher Hightop im Herzen, aber aktuell Lowtop, ja. Beziehungsweise, nee, andersrum eigentlich, aktuell den Ski-Boot. Ski-Boot. Genau. Nochmal heiraten oder Geld sparen? Es soll ja nicht einfach werden hier, ne? Dann lieber Geld sparen. Nein, ich meinte jetzt, nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte noch mal teuer, das habe ich jetzt gedacht. Nee, auch schöner Gedanke. Nee, ich dachte jetzt nochmal praktisch das wiederholen, was du gemacht hast, also die gleiche Feier. Ach, oder die doch war sogar doch positiv, die Frage. Ja, natürlich war die positiv.
dann eigentlich noch mal feiern. Ja, also es war es wert. Schön. Ja, kann ich nur bestätigen. War's wert. Call Me Maybe oder Call Me Maybe? Das ist unser Lied Call nämlich me. Aus Trierer Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie hießen die Dame? Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. Das verbindet uns, das Lied. Ja? Das heißt Call Me Maybe. Bisschen peinlich, aber mittlerweile in unserem Alter stehen wir dazu. Wir stehen dazu. Ja. Bahn fahren oder fliegen? Bahn fahren, finde ich geil. Yes. Ja. Hole in One oder Game Winner von der Mittellinie? Also safe Game Winner von der Mittellinie, weil Hole in One ist für mich im Moment noch so unrealistisch auf dem Golfplatz, dass Game Winner von der Mittellinie. Ja. Bin jetzt erst seit einem halben Jahr unter die Golfer gegangen. Aber Hole in One wäre schon crazy. Ich glaube, wir würden so lange den Ball suchen, dass wir gar nicht checken, dass er vielleicht im Loch sein könnte. Das meine ich. Man checkt es, glaube ich, gar nicht. Man sieht so ungefähr die Richtung, aber ob er wirklich reingeht, siehst du halt. Ja. Ich glaube, es ist, wenn auch Game Winner so, die Halle noch dahinter, ne? Ja. Auf dem Golfplatz bist du mit drei Jungs. Gut, ist natürlich auch so ein Gänsehaut. Aber. Berliner Kindl oder Bayreuther Hell? Bayreuther Hell. Shoutout an die Bayreuther Bierbrau AG. Richtig gesagt? Bierbrauerei AG. Und Co. KG. Und meine letzte Frage, Sim-Karne oder Con-Karne? Sim-Karne. Schön. Sim-Karne. Aber trotzdem ein bisschen Fuego. Das waren die Dirty 15 von Basti. Danke, Fragen. Basti. Gerne. Was geht dieses Jahr noch? Gut, das allererste Ziel ist, dass jetzt endlich mal wieder irgendwie alle fit sind und wir zusammen auch fit bleiben. Das ist ja auch so, nicht nur, dass die verletzten Spieler zurückkommen, sondern auch die Spieler, die jetzt viel gespielt haben, auch fit bleiben und dann, dass wir noch weiter so zusammenwachsen und hoffentlich zum Ende der Saison hin unseren besten Basketball spielen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, dann ist das eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Und wenn man da bis zum Schluss in Schlagdistanz bleibt, und man sich als Mannschaft stetig weiterentwickelt, dann wird man am Ende sehen, ob die Playoffs drin sind oder nicht. Schön, also, schön gesagt. Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht fast schon ein Vorteil sein kann, dass man dann diese ganzen Probleme, die man jetzt hatte, einfach schon hatte, schon Haken hintergemacht hat. Natürlich ist es eine Herausforderung, erst wieder sich einzuspielen, wenn alle dabei sind, weil sich natürlich auch die Rollen wieder ein bisschen ändern werden, aber ich glaube schon, dass uns das im Endeffekt nur stärker machen kann. So. Und jetzt schauen, dass wir erstmal durch die zweite Gruppenphase vielleicht auch kommen, dass man nochmal international vielleicht anknüpfen kann an die Final Four-Teilnahme vor 2 Jahren. Aber ja, für mich natürlich erstmal fit werden und dann wieder zur Mannschaft zustoßen. Das ist erstmal für mich kurzfristiges Ziel. Und wir hoffen natürlich, dass ziemlich schnell im neuen Jahr dann auch wieder die Halle voll ist oder halb voll oder keine Ahnung, zumindest Zuschauer, weil das schon extrem nervig jetzt auch in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, wo du auch so ein paar Highlight-Games hast, einfach vor leeren Rängen da. Und viele Heimspiele, ne? Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, weil wir viele Auswärtsspiele hatten. Und wenn wir halt müde sind, dann merkst du schon so, dass die Energie von den Rängen, die würde uns da schon echt gut tun. Deswegen hoffen wir natürlich, dass unsere Fans bald... Dass die Situation uns bald wieder zulässt und selbst wenn es auch erstmal nur die Hälfte sein darf, drei Viertel, hat man ja, glaube ich, auch gesehen, dass trotzdem eine gute Stimmung irgendwie in alle aufkommen kann. Ne? Ja. Ob wir dies Jahr nochmal ausverkauft sehen, wäre natürlich geil, aber... Das weiß nur der Markus. Das weiß nur der Markus. Lieber Södern statt zögern. Was hast du gesagt? Besser Södern als besser zögern. Besser Södern statt zögern. Ja. Ja. Hauptsache, diese Pandemie bekommen wir jetzt dann irgendwann mal in den Griff. Ja. Danach bekommen wir die Basketball-Saison in den Griff. So machen wir es. Das war ein schönes Fazit, oder? Klar. Ja, liebe Zuschauer, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen tollen Start ins Jahr 2022. Und falls euch dieses Format
gefallen hat, gefällt, lasst ein Like da, vielleicht kommentiert ihr sogar. Teilt es im besten Falle. Es war uns eine Ehre. Bleibt gesund. Bleiben Sie uns gewogen und verfolgt uns trotzdem, wie gerade nicht, dass ihr gerade nicht live in die Halle könnt, hoffentlich bei den bei Magenta Sport oder YouTube unter der Woche, Fieber Cup, gibt es den ja auch zu sehen. Und dann hoffen wir, euch alle bald mal wieder live zu sehen, würde ich sagen. Ne? Ja. Bleibt gesund. Also. Ade. Betty Byroy, hot or what?